Cliff, glaubst du wirklich, dass die ganze Sache so abläuft, wie du denkst? Wäre gelacht, wenn wir das nicht schaffen. Ich weiß nicht, Cliff. Ich brauche bloß daran zu denken, wie mühsam ich mich hab hocharbeiten müssen. Lehrling, Hilfskassierer, Kassierer, jetzt endlich Oberkassierer. Nach 12 Jahren, die besten Jahre meines Lebens, immer nur geschuftet für andere. Ja, Cliff, aber Cliff, eigentlich verdienst du doch jetzt nicht schlecht. Wollen wir uns nicht alles lieber noch einmal überlegen? Ich denke nicht daran. Die paar Pfund, die wir gespart haben, davon können wir uns nicht mal die Möbel für ein einziges Zimmer kaufen. Nein, wir müssen jetzt handeln. Wie du meinst, Cliff. Also kommen wir zur Sache. Morgen ist Lohntag bei euch. Was machst du? Ich komme zu euch in die Bank, stelle mich in die Schlange und wenn ich dran bin, lege ich dir den Scheck und die Ledertasche hin. Richtig. Dann zähle ich dir das Lohngeld vor und stecke es in die Tasche. Und dazu, ganz nebenbei, einen Extrapacken von 25.000 Pfund. Du nimmst die Tasche mit dem Geld, machst, dass du aus der Bank rauskommst und saust auf dem schnellsten Wege in dein Büro. Ja. Und wenn ich dort ankomme, verschwinde ich unauffällig in der Damentoilette und mache aus den 25.000 Pfund ein Postpäckchen. Karton, Papier und Bindfaden? Lege ich mir vorher hin. Gut, weiter. In der Mittagspause bringe ich dann das Päckchen zur City Trust and Savings Company. Das schaffe ich in 10 Minuten. Hin und zurück, je 10 Minuten. Macht 20 Minuten. Und wie lange wird es dauern, bis du das Päckchen in dem Safe deponiert hast? Höchstens 5 Minuten, wenn's nicht voll ist. Und du bist sicher, niemand weiß dort, dass deine Tante gestorben ist und du ihren Safe quasi geerbt hast? Oh nein, woher sollen sie das wissen? Ich hatte doch sowieso Vollmacht. Warum sollte ich das Fach ummelden? Ist ja schließlich egal, ob da in ihrer Kartei Mary Johnson oder Jane Johnson drinsteht. Schon gut, Jane. Hast du auch die Schlüssel noch? Ja. Verlier sie nicht. Ober, bitte zahlen! Sofort, Sir. Wenn du wüsstest, Jane, was für Summen mir tagtäglich durch die Hände gehen, warum sollen wir uns nicht auch ein Stück von der großen Wurst abschneiden? Beehren wir uns, Ihnen mitzuteilen, dass die von Ihnen bestellten Posten, Küchenmesser und Haushaltsscheren heute versandbereit gemacht wurden. Punkt. Die beiliegende Rechnung. Hallo, Jane. Bitten. Schon zurück von der Bank? Es war heute nicht so voll wie sonst. Außerdem muss ich doch noch die ganzen Lieferscheine für Manchester bis morgen fertig haben. Tüchtig, tüchtig. Du wirst jeden Tag hübscher, Jane. Man müsste dich auf der Stelle heiraten. Bist du so sicher, dass ich da mitmache? Du könntest wenigstens mal mit mir ausgehen. Ach, du weißt doch, Bill, dass ich keine Zeit habe. Der Stenokuss. Bill! Lass das Päckchen liegen. Bitte. Entschuldige, ich bin etwas nervös. Ich will in der Mittagspause zur Post. Gestern bin ich nicht mehr dazu gekommen. Kann dich doch gleich mitnehmen. Ich fahre nämlich mit dem Lieferwagen zur Paketannahme. Da sparst du dir einen Weg. Ach nein, danke, Bill. Das ist sehr freundlich von dir. Aber ich habe die Adresse noch gar nicht draufgeschrieben und einen Brief will ich auch noch einlegen. Ziemlich schwer, das Ding. Wer ist denn der Glückliche? Ach, nur mein Vetter. So, der Vetter. Ja, wirklich. Mein Vetter. Das ist natürlich was anderes. Entschuldige, Jane, manchmal dauert's bei mir etwas lange, bis der Groschen fällt. Bitte, Mr. Perkins. Ist es wirklich so dringend? Sir, ich habe soeben unseren Bargeldbestand überprüft. Ich bedauere, Ihnen mitteilen zu müssen, dass 25.000 Pfund fehlen. Bitte, Perkins, nochmal. Was fehlt? Eine Summe von genau 25.000 Pfund, Sir. Perkins, bitte erklären Sie sich näher. Das ist doch unmöglich. Sir, es ist leider eine Tatsache. Perkins, soll das ein Geständnis oder eine Erklärung sein? Selbstverständlich eine Erklärung, Sir. Eine Erklärung.
Wie konnte das geschehen? Das frage ich mich auch, Sir. Ich suche schon die ganze Zeit nach einer Erklärung. Sind Sie auch ganz sicher? Ich meine, irren Sie sich nicht? Ganz sicher, Sir. Wenn es nicht so wäre, hätte ich mich nicht bei Ihnen anmelden lassen. Tja, mein lieber Perkins, für Sie persönlich eine dumme Sache. Das bringt Sie in eine sehr zweideutige Situation. Das ist mir vollkommen klar, Sir. Der Verlust kann nur auf eine Nachlässigkeit Ihrerseits zurückzuführen sein. Schon möglich, Sir. Was soll das heißen, Perkins? Schon möglich? Dass mir die Einzelheiten dieses Vorgangs vollkommen unbekannt sind, Sir. Gewiss, ein Verlust entsteht der Bank nicht. Wir sind versichert. Aber die Scherereien. Dieser Vorfall wird natürlich polizeiliche Ermittlungen zur Folge haben. Selbstverständlich, Sir. Verdammt nochmal, Perkins, und das sagen Sie mir alles so ruhig, als ob Sie das gar nichts anginge. Perkins, ich möchte jetzt endlich von Ihnen wissen, was das alles zu bedeuten hat. Dass diese Summe verschwunden ist, Sir. Spurlos verschwunden. Einfach weg. Auf den Schilling genau 25.000 Pfund? Auf den Schilling genau 25.000, Sir. Wann haben Sie den Fehlbetrag festgestellt, Perkins? Erst vor kurzem, Sir, bei der üblichen Kontrolle. Haben Sie alles noch einmal überprüft? Ja, Sir. Zweimal sogar. Sind Sie den ganzen Morgen in Ihrem Schalter allein gewesen? Das möchte ich annehmen, Sir. Sie nehmen das nur an? Ich möchte mich da nicht zu sehr festlegen. Fast jeden Tag steht die Verbindungstür zu den anderen Schaltern mal offen. Möglicherweise war das auch heute mehrmals der Fall. Genau wissen Sie das nicht? Nein, Sir. Aber Sie glauben, dass die Tür heute offen gestanden hat? Ich halte das für möglich, Sir. Und Sie glauben, dass einer von den anderen Kassierern das Geld genommen hat? Keinesfalls, Sir. Ist Ihnen die unausbleibliche Schlussfolgerung klar? Ja, Sir. Wenn die anderen es nicht waren, dann muss ich es gewesen sein. Genau so ist es. Das begreife ich. Und Sie sagen, dass Sie es nicht waren? Selbstverständlich, Sir. Kommen Sie mit, Perkins. Wir holen jetzt Ihren Abteilungsleiter und zählen jeden Penny, den wir haben. Die ganze Sache muss ein Irrtum sein. Ich hoffe es, Sir. Keine Spur von dem Geld, Sir. Wenn das Geld noch im Hause wäre, dann hätten wir es gefunden. Wollen Sie rauchen, Mr. Perkins? Nein, danke, Sir. Ich bin nicht Raucher. Sehr vernünftig. Tja, mein lieber Perkins. Was machen wir nun mit Ihnen? Das Richtigste wäre, Sie ließen mich verhaften, Sir. Aber Sie glauben doch nicht etwa, Sir, dass Mr. Perkins das Geld genommen hat. Ich bin durchaus bereit, Sir. Darum geht es jetzt nicht, Perkins. Wenn ich nur einen Augenblick der Meinung wäre, Sie könnten schuldig sein, ich würde nicht zögern. Selbst wenn Sie mein Bruder wären. Aber ich halte einen Diebstahl für ausgeschlossen. Vielleicht sind Sie unachtsam gewesen. Das lässt sich so genau nicht sagen. Ich kenne das Bankfach und weiß, dass mit der Zeit eine gewisse Routine einreißt. Meine persönliche Meinung ist die, das Geld hat die Bank nie verlassen. Es ist entweder immer noch hier oder es ist niemals hier gewesen. Ja, Sir, das ist einleuchtend. Deshalb werde ich jeden Angestellten durchsuchen lassen, bevor er das Haus verlässt. Dadurch erhalte ich Gewissheit, dass das Geld auch über Nacht noch hier bleibt. Die Kriminalpolizei wird dann die weitere Aufklärung übernehmen. Und Sie werden mich heute Nacht nicht einmal überwachen lassen, Sir? Nein, Perkins. Entschuldigen Sie, Sir, aber vielleicht machen Sie damit einen Fehler. Mr. Perkins hat recht, Sir. Sie würden sich scharfer Kritik aussetzen, wenn die Presse erfährt... Die Presse! Kein Wort darf nach außen dringen. Strengste Schweigepflicht für alle. Rufen Sie mir gleich alle Angestellten zusammen. Sehr wohl, Sir. Das Schlimmste ist überstanden, Darling. Wir sind in Sicherheit. Alles Weitere ist reine Nervensache. Hast du gar keine Angst? Nicht ein bisschen. Hast du das Päckchen gut untergebracht? Ja, in der Mittagspause. Bill Tompkins hat sich heute Morgen sogar gewundert, weil ich so schnell zurück war von der Bank. Großartig. Früher oder später werden Sie drauf kommen, dass wir beide was miteinander zu tun haben. Und dann wird Bill deine Rekordzeit bezeugen. Aber richtig ist es nicht, was wir getan haben, Cliff. Andererseits, wir können das Geld so gut gebrauchen. Wir können endlich heiraten, wir müssen nicht erst lange sparen. Wenn Sie uns bloß nicht fassen. Das können Sie nicht. Der Platz ist gut. Sie werden das Geld nicht finden. Das Leben ist hart. Gefühlsduselei nutzt niemand was. Ich würde mich schämen, wenn ich mich fassen ließe. Ich glaube, ich bin zu altmodisch erzogen. Du wirst mir doch nicht noch umkippen. Oh nein, Cliff. Das wäre jetzt dumm von mir.
Dazu ist es zu spät. Glaub mir, wir sind in Sicherheit. Vielleicht heiraten wir schon in einem Jahr. Nach 2 Jahren besorge ich mir eine andere Stelle. Aber bis dahin leben wir so weiter wie bisher. Keinerlei Veränderungen. Ganz unauffällig. Du meinst, dass wir 2 Jahre lang nichts von dem Geld haben sollen? Nicht einen Penny, Jane. Du darfst jetzt nicht einmal in einem neuen Kleid zur Arbeit kommen, zum Beispiel. Das würde unter Garantie auffallen. Wir dürfen keinen Verdacht auf uns lenken. Ist noch was? Oh nein, Cliff, nein. Treten Sie näher, Perkins. Die Herren sind von der Kriminalpolizei. Mr. Ewison und Mr. Dumfries. Bitte, meine Herren. Ich stehe zu Ihrer Verfügung. Mr. Perkins, wann haben Sie den Fehlbetrag festgestellt? Gestern Mittag bei der üblichen Kontrolle. Und morgens vor Schalteröffnung? War da noch alles in Ordnung? Ich meine, gab es da noch kein Manko? Morgens kontrolliere ich nicht, weil wir abends nach Schalterschluss genau abrechnen. Nachts gibt es ja keine Veränderungen. Sollte man eigentlich nicht behaupten. Können Sie mir sagen, welche Kunden Sie persönlich abgefertigt haben gestern Vormittag? Ja, Sir. Ich habe Ihnen eine Aufstellung mitgebracht. Ah, sehr gut. Lassen Sie sehen. Spaßige Sache, was, Mr. Perkins? 25.000 Pfund. Einfach futsch. Ich würde sagen, das ist bedauerlich, Sir. Und nicht mal eine Vorstellung haben Sie, wie sich das so abgespielt hat? Nein, Sir. Ob nicht vielleicht wer durchs Schalterfenster gefasst hat? Hat den Zaster einfach so gekrallt? Kaum denkbar, Sir. Dann müssen wir ja denken, dass einer war, der im Schalter drin saß. Stimmt's oder habe ich recht? Sehr naheliegende Schlussfolgerung, Sir. Sagen Sie, Mr. Perkins, sind Sie verheiratet? Nein, Sir. Freundin oder Verlobte? Ja, Sir. Name? Jane Johnson. Sie arbeitet im Büro der Edison Wholesale Hardware Company. Moment mal. Soweit ich Ihre Aufstellung entnehme, war Miss Johnson gestern auch hier. Ja, Sir. Sie hat einen Lohnscheck eingelöst. Weiter nichts? Nein, Sir. Überweisungsaufträge hatte sie nicht und die Belege über Kontoveränderungen lagen noch nicht vor. Warum wurde Miss Johnson gerade von Ihnen bedient und nicht von einem anderen Kassierer? Weil ich alle Lohnschecks über 1.000 Pfund auszahle. Das war fürs Erste alles, was ich wissen wollte, Mr. Perkins. Dann darf ich mich zurückziehen, Sir? Selbstverständlich, Perkins. Sagen Sie mir bitte, Sir, wer hat alles Zugang zu dem Tresor? Nun zunächst Mr. Perkins als Oberkassierer. Er gibt morgens das Bargeld aus an die 3 Kassierer, abends rechnet er mit ihnen ab. Bei beiden Gelegenheiten haben diese 4 Personen Zutritt zum Tresor. Manchmal auch im Laufe des Tages, wenn zusätzlich Bargeld benötigt wird. Und wer noch? Wie meinen Sie das, Inspektor? Es sind hauptsächlich diese 4 Personen. Ach so, der Abteilungsleiter natürlich auch. Und ich selbstverständlich. Ich kann jederzeit in den Tresorraum gehen. Also insgesamt 6 Personen. Ganz recht, Inspektor. Darf ich Sie bitten, Sir, mir einen Raum zur Verfügung zu stellen und mir nacheinander die 3 Kassierer zu schicken? Den Abteilungsleiter bitte zum Schluss. Ich werde alles veranlassen. Vielen Dank, Sir. Ach, da fällt mir noch ein... Ist Ihre Bank gegen Diebstahl und Einbruch versichert? Ja. Die Versicherungsgesellschaft wird auf jeden Fall haften. Das hat man mir schon zugesagt. Herein. Miss Johnson? Ja? Mein Name ist Ewison. Inspektor Dewison von Scotland Yard. Kriminalpolizei. Ach, bitte erschrecken Sie nicht. Ich möchte nur ein paar Fragen an Sie richten. Ich wollte Sie nicht in Ihrem Büro anrufen. Das Gerede. Sie verstehen. Nehmen Sie doch Platz. Möchten Sie Tee? Nein, danke, Miss Johnson. Ich bin wirklich nur für einen Moment vorbeigekommen. Können Sie sich denken, warum? Nein, gar nicht. Überhaupt nicht, Inspektor. So, so. Miss Johnson, Sie sind doch bekannt mit Mr. Perkins. Ja, wir sind so gut wie verlobt. Was heißt so gut wie? Wir müssen noch warten mit ihm heiraten, bis wir genug gespart haben. Deshalb wollen wir auch nicht, dass unsere Beziehungen bekannt werden. Oh. Haben Sie noch Eltern, Miss Johnson? Nein. Geschwister? Nein. Sie wohnen noch nicht lange hier. Wo haben Sie vorher gewohnt? Bei meiner Tante. Sie ist vor einem Vierteljahr gestorben. Seitdem wohne ich hier in Untermiete. Miss Johnson... Hat Ihnen Mr. Perkins von einem Gelddiebstahl in seiner Bank erzählt? Ja, natürlich, das hat er mir erzählt. So. Da wissen Sie natürlich auch, wie viel Geld gestohlen wurde. Ich glaube, 25.000 Pfund. Aber was hat das mit mir zu tun, Inspektor? Miss Johnson, Sie waren doch gestern Morgen in der Bank, haben Lohngelder für Ihre Firma geholt, stimmt's? Ja. Hat Ihnen denn mein Verlobter das nicht schon gesagt?
Wo sind Sie hingegangen, als Sie aus der Bank kamen? Gleich zu meiner Firma. Sie können bei uns im Büro fragen. Mr. Tompkins weiß das sicher noch. Und was haben Sie gestern in der Mittagspause gemacht? Da war ich zur Post. Was haben Sie dort gemacht? Ein Päckchen abgeschickt. An wen? An meinen Vetter. Ja, an meinen Vetter. In Wolfenden Village. Darf ich fragen, was in dem Päckchen war? Oh, nur ein paar Süßigkeiten und Spielsachen. Eine kleine Holzeisenbahn und ein Püppchen. Mein Vetter hat zwei Kinder, einen Jungen und ein Mädchen. Hatte. Inspektor, ich verstehe nicht, wozu Sie das wissen müssen. Ach, eine Routine-Sache, Miss Johnson. Geben Sie mir doch bitte noch die Adresse Ihres Vetters, ja? Jeremy Peacock, Wolfenden Village, bei Shaketown, Sussex. Also, Inspektor, worum geht's? Sehr gemütlich, Ihre Bude, Mr. Tompkins. Junggeselle müsste man sein. Wie gesagt, ich möchte nur ein paar Auskünfte von Ihnen. Sie sind bei der Edison Wholesale Hardware Company beschäftigt. So ist es. Als was? Wie soll ich das erklären? Wir sind eine kleine Firma. Da muss jeder mal alles machen. Im Allgemeinen mache ich den Versand. Und Miss Johnson hilft Ihnen dabei? Ja, macht aber auch Botengänge. Zum Beispiel? Na, täglich zur Bank oder zur Post. Manchmal erledige ich das auch mit, wenn ich sowieso mit dem Lieferwagen raus muss, zum Bahnhof oder zum Lager. Aber vorgestern war Miss Johnson auf der Bank und hat Lohngelder geholt. Ja, stimmt. Vorgestern war Lohntag und da war Miss Johnson hin. Dann kennen Sie Miss Johnson näher? Ich meine, sind Sie manchmal mit ihr zusammen? Nach Feierabend? Ich wüsste nicht, Inspektor, wen das was angeht. Kennen Sie Mr. Clifford Perkins? Ja. Woher kennen Sie Mr. Perkins? Weil ich doch auch manchmal die Botengänge zur Bank mache. Das habe ich doch schon gesagt. Als Miss Johnson vorgestern von der Bank kam, hatte sie da die Tasche mit den Lohngeldern noch bei sich? Nein, die hatte sie wohl schon beim Buchhalter abgegeben. Das machen wir immer zuerst. Alles, was wir von der Bank holen, geben wir gleich in der Buchhaltung ab. Bargeld, Gutschriftsbelege, Kontoauszüge und so weiter. Er hatte Miss Johnson irgendetwas bei sich? Vielleicht ein Postpäckchen? Ja, stimmt. Sie sagte, sie wolle es mittags zur Post bringen. Ich wollte ihr noch einen Gefallen tun und es mitnehmen, weil ich mit dem Lieferwagen raus musste. Aber sie hatte noch keine Adresse drauf geschrieben. Und einen Brief wollte sie wohl auch noch reinlegen. Und hat Miss Johnson es mittags zur Post gebracht? Ich nehme an. Wieso nehmen Sie das an? Na, ich war ja nicht dabei. Ich habe ihr zwar angeboten, sie schnell hinzufahren, dann hätten wir hinterher noch essen gehen können. Aber sie wollte nicht. Er hatte Miss Johnson das Päckchen schon bei sich, bevor sie zur Bank ging. Weiß ich nicht. Ich habe sie vorher nicht gesehen. Wissen Sie, wer das Päckchen bekommen sollte? Ja. Sie sagte ihr Vetter. Ich danke Ihnen, Mr. Tompkins. Das war zunächst alles, was ich von Ihnen wissen wollte. Kaum war ich zu Hause, kam einer von der Kriminalpolizei, ein Inspektor Juisen, ob ich an dem Tag in der Bank war und Lohngelder für unsere Firma geholt hätte, wo ich hingegangen wäre, als ich aus der Bank kam, was ich in der Mittagspause gemacht hätte und so weiter. Ich habe gesagt, ein Päckchen zur Post gebracht. Och, wie konntest du? Das hättest du doch nicht sagen dürfen. Doch, Cliff, das hätte er sowieso rausgekriegt. Da braucht er bloß Bill Tompkins zu vernehmen. Bill hat doch das Päckchen gesehen. Das erzählt er bestimmt, wenn der danach gefragt wird. Und wie ging's weiter? Na, er fragte, an wen ich das Päckchen geschickt hätte und was drin war. Ich hab gesagt, an meinen Vetter. Und dass Süßigkeiten und Spielsachen drin waren. Eine kleine Holzeisenbahn und ein Püppchen. Weil mein Vetter doch zwei Kinder hat, hab ich gesagt. Stimmt ja auch. Um Himmels Willen, Jane, das können die doch nachprüfen. Vielleicht sind sie schon bei deinem Vetter gewesen. Oh, reg dich nicht auf, Cliff. Alles schon in Ordnung. Als der Inspektor weg war, bin ich gleich losgelaufen und hab die Spielsachen besorgt. Die Geschäfte waren doch noch offen. Dann hab ich das Päckchen gepackt und auf der Hauptpost abgeschickt. Das ist bestimmt schon da. Ja, aber das Päckchen ist einen Tag später abgegangen. Das sieht man doch am Poststempel. Diese Panne hätte nicht passieren dürfen. Cliff, ich verstehe dich nicht. Sollen Sie doch ruhig nach dem Päckchen fragen bei meinem Vetter. Da sind doch wirklich Spielsachen und Süßigkeiten drin. Also können Sie uns gar nichts anhaben. Doch, Jane. Das Aufgabedatum für das Päckchen, das ist der erste feste Anhaltspunkt für Scotland Yard. Cliff, du hast doch nicht etwa Angst? Ach, was heißt Angst? Beweisen könnt ihr uns gar nichts. Aber die Sache gefällt mir nicht. Das mit dem Päckchen hatte ich nicht einkalkuliert. Beobachten tun sie mich auch schon. Wie denn? Du wirst richtig
beschattet? Unsinn. Bei mir am Schalter, da steht immer so ein Dicker rum. Glotzt wie ein toter Schellfisch. Er passt genau auf, was ich mache. Manchmal verschwindet er, aber er kommt immer wieder. Jane, hast du schon mal jemanden mit den Augen gähnen sehen? Lach du nur. Irgendwas stimmt da nicht. Warum steht der Kerl dauernd bei mir rum und glotzt? Mir ist jedenfalls nicht zum Lachen zumute. Also der Reihe nach, Houston. Ihr Superintendent Bruce? Veranlassen Sie eine Gegenüberstellung mit der Frau, wie? Jawohl, sofort verhaften. Ende. Wo waren wir stehen geblieben, Houston? Ach ja, die drei Kassierer. Keine Verdachtsmomente, Sir. Der Oberkassierer hat sie unterm Daumen, kann praktisch nicht an das Geld rangekommen sein, ohne sein Wissen. Und der Oberkassierer? Ja, da sieht die Sache schon anders aus. Hat Zugang zum Tresor und vor allem die Möglichkeit, das Geld ungesehen aus der Bank rauszukriegen durch seine Braut, die Lohngelder für ihre Firma geholt hat, am gleichen Tag. Haben Sie sich das Mädchen mal näher angesehen? Ja, Sir. Sie will an dem fraglichen Tag ein Päckchen an ihren Vetter geschickt haben. Natürlich mit harmlosem Inhalt. Ein Arbeitskollege von ihr hat das Päckchen gesehen, weiß aber nicht, ob sie es wirklich mittags abgeschickt hat, wie sie vorgab. Haben Sie die Adresse des Vetters? Ja, ein kleines Nest, ungefähr 30 Meilen von hier in Sussex. Fahren Sie hin, prüfen Sie nach, ob die Angaben stimmen. Noch was? Den Abteilungsleiter können wir auch ausklammern, Sir. Geht nie allein in den Tresorraum, ein ganz vorsichtiger. Nur mit dem Oberkassierer zusammen, abends zum Abrechnen und Überprüfen. Verlässt auch den Raum wieder mit ihm zusammen. Sein Privatleben? Mehr als solide. Glücklich verheiratet, kein teures Hobby, kleines Vermögen ist auch da, wirft Zinsen ab und vermehrt sich. Langsam aber sicher. Bleibt noch der Direktor. Ja, Houston? Was ist mit dem Direktor? Heikle Sache, Sir. Erstens bleibt er häufig länger nach Feierabend. Das war auch an dem fraglichen Tag der Fall. Zweitens hat er jederzeit Zugang zum Tresor. Und drittens lebt er auf ziemlich großem Fuß. Inwiefern? Sohn studiert in Cambridge, Tochter befasst sich mit Nichtstun und Partys, Gattin macht hohe Rechnungen beim Juwelier und Kirschner. Dazu wird ein gastfreies Haus geführt und im Sommer geht es nach Teneriffa oder Miami Beach. Dann müsste er auch mal Bankdirektor sein. Dann ist da noch eine kleine Statistin vom Covent Garden. Der hat ein Haus in Bloomsbury gemietet. Hübsch? Ja. Und 20 Jahre jünger als die Frau Direktor, Sir. Wie groß ist sein Vermögen? Das konnte ich leider noch nicht feststellen, Sir. Erkundigen Sie sich bei der Steuerbehörde. Die Vollmacht lassen Sie sich gleich ausständig unterschreiben dann. Und noch eins, Sir. Zwei Tage, bevor die 25.000 in der Bank verschwunden sind, hatte er einen ziemlich hohen Spielverlust in seinem Club. Ich konnte aber leider noch nicht ermitteln, wie viel. Nehmen wir mal an, Versicherungsbetrug. Für die Bank entsteht kein Schaden, die Dividende sinkt nicht. Gar nicht schlecht. Ganz Ihrer Meinung, Sir. Nehmen Sie sich mal den Direktor vor. Aber vorsichtig, wenn ich bitten darf, kein Porzellan zerschlagen. Und natürlich das Päckchen. Am besten, Sie fahren gleich mal in dieses Nest und sehen nach, was das Fräulein Braut so eingepackt hat. Jawohl, Sir. Hallo? Sind Sie Mr. Jeremy Peacock? Da bin ich, Sir. Tommy, kusch! Und Sie haben eine Cousine in London? Jane Johnson? Stimmt. Wieso, ist was mit der? Nein, nein, keine Sorge. Ich wollte Sie nur etwas fragen. Moment mal. Wer sind Sie denn eigentlich? Ja, Verzeihung. Ich bin Inspektor Lewison von Scotland Yard. So. Ich möchte ein paar Fragen an Sie richten. Bitte. Haben Sie zufällig in diesen Tagen ein Päckchen von Ihrer Cousine Jane bekommen? Ja, stimmt. Gestern. Was waren drin? Für die Kinder was zum Spielen, ein paar Süßigkeiten, eine kleine Eisenbahn aus Holz. Weiter nichts. Was soll noch drin gewesen sein? Haben Sie noch das Papier, worin das Päckchen eingewickelt war? Da fragen Sie mich zu viel, Sir. Bessie! Ja, was ist denn los? Wo ist das Papier geblieben, wo Jens Päckchen drin eingewickelt war? Da hab ich aufs Klosett gelegt. Ich glaube nicht, Sir, dass noch was davon da ist. Wir hatten nämlich gestern Abend ein paar Freunde aus der Nachbarschaft zu Besuch. Und da haben wir natürlich Bier getrunken. Und Pflaumen vorher gegessen. Aber Sie können sich selbst überzeugen. Hier, gleich neben dem Stall. Ja, Sie haben recht, Mr. Peacock. Warum brauchen Sie denn das Papier? Ach, wir dachten nur, das Päckchen wäre verwechselt worden, aber es scheint ja alles in Ordnung zu sein. Schickt Ihre Cousine öfter Päckchen? Mit Spielzeug?
Klar, so 2-3 Mal im Jahr und Weihnachten auch. Sie hängen dann den Kindern. Ist ein gutes Mädchen. Mr. Peacock, können Sie mir bitte noch sagen, wo Ihr Postamt ist? Ein richtiges Amt haben wir hier in der Gegend nicht. Das ist bloß eine Nebenstelle in Checkdown. Die hat Miss Bullfiddle unter sich. Die macht er so nebenbei. Austragen tut der alte Fletcher meistens. Der wohnt im Haus neben mir. Wenn zu ist, dann ist Miss Bullfiddle hinten in ihrem Garten. Danke, Mr. Peacock. Inspektor, ich weiß nicht, wie Sie sich das so vorstellen. Ich habe hier die Postagentur für 7 Dörfer. Das kleinste hat 49 Einwohner, bald werden es 50 sein. Und das größte hat 183. Das sind fast 900 Einwohner. Genau sind es 878, die ich postalisch zu betreuen habe. Gewiss, da ist noch der alte Fletcher, der fährt über Land. Und ein junges Mädchen soll ich bekommen zum Anlernen. Aber die Verantwortung trage ich. Entschuldigen Sie, Miss Bullfiddle, ich wollte nur wissen, wann das letzte Mal in Wolverhampton Village Post ausgetragen wurde. Warten Sie, da muss ich erst nachrechnen. Heute ist Freitag. Montags und donnerstags ist Wolverhampton Village an der Reihe. Verschoben hat sich nichts. Also, das war gestern. Gestern am Donnerstag war Fletcher im Wolverhampton Village. Vielleicht können wir den alten Fletcher mal fragen, ob er zu Mr. Peacock auch etwas gebracht hat. Da brauchen wir gar nicht erst zu fragen. Fletcher ist heute nicht da. Der ist zu seiner Tochter gefahren und kommt erst um Mitternacht zurück. Aber wenn Sie wissen wollen, ob Mr. Peacock Post bekommen hat, dann hätten Sie das auch gleich sagen können. Das weiß ich sowieso besser. Jawohl, Mr. Peacock hat gestern ein Päckchen bekommen aus London. Aus London? Da haben Sie es wohl eingetragen, wenn Sie wissen, dass es aus London kam. Wo denken Sie hin? Päckchen werden nicht eingetragen. Na, woher wissen Sie dann, dass das Päckchen aus London kommt? Na, entschuldigen Sie mal, das sieht man doch mit einem Blick. Schließlich bin ich 30 Jahre bei der Post. Ach, was sage ich? Über 30 Jahre schon. Anfang nächsten Jahres wären es 32 Jahre, genau am 27. Miss Bullfiddle, wenn Sie so mit einem Blick den Stempel erkennen, vielleicht haben Sie sich auch das Datum gemerkt. Das Datum ist uninteressant. Schließlich gehen die Postsendungen von London nach hier nie länger als 2 Tage. 3 Tage sind schon eine Ausnahme. Oft brauchen sie auch nur einen Tag. Jedenfalls hat sich hier noch niemand beklagt, dass Postsendungen von London nach hier zu lange gehen. Also besteht kein Grund, das Datum zu prüfen. Und wo sollten wir dann auch hinkommen, wenn wir das auch noch müssten? Nein, schließlich bin nicht ich verantwortlich für die Schnelligkeit der Post. Da müssten Sie sich schon... Cliff. Ja, Darling. Cliff, du bist so... Oh, ich weiß nicht. Du sitzt schon die ganze Zeit da und redest nicht. Du verbirgst mir doch nichts. Nein, Jane. Sag mal, könntest du deinen Vetter nicht mal anrufen? Natürlich kann ich. Das ist bloß ein bisschen umständlich. Er muss nämlich in die nächste Gastwirtschaft geholt werden. Warum soll ich denn anrufen, Cliff? Herrgott, ich will wissen, ob die Polizei schon da war wegen des Päckchens. Deine Ruhe möchte ich haben. Ich rufe morgen gleich an. Du kannst dich auf mich verlassen, Cliff. Und nun mach wieder ein fröhliches Gesicht. Bitte. Wenn ich geahnt hätte, was jetzt auf einmal alles auf mich zukommt. Der Jad braucht bloß dieses dämliche Päckchen zu finden. Wie das Geld aus der Bank rausgekommen ist, wissen Sie nämlich schon. Weißt du, was der Dicke heute zu mir gesagt hat? Welcher Dicke, Darling? Na, der Dumfries, der da immer bei mir am Schalter rumsteht. Der Dicke mit den Augen wie ein Schellfisch. Er meinte, ich solle dir doch mal ein paar Extrascheine durchs Schalterfenster zuschieben. Würde doch keiner merken. Und dann tat er so, als ob das ein Spaß gewesen wäre. Oh, vielleicht war es wirklich nur ein Spaß. Der und Spaß. Nein, ich glaube, der weiß was. Der wartet bloß, dass er mir die Kehle zudrücken kann. Nun, Inspektor, wie weit sind Sie mit Ihren Ermittlungen? Kurz vor dem Ziel, Sir. Das freut mich. Können Sie schon etwas Näheres sagen? So viel zunächst, Sir, dass theoretisch gesehen nur 2 Personen vermutlich als Täter in Frage kommen können. Der eine ist Ihr Oberkassierer Clifford Perkins. Unsinn, Inspektor. Für meinen Oberkassierer lege ich die Hand ins Feuer. Übrigens, wer ist denn der andere? Theoretisch kämen Sie noch in Betracht, Sir. Das soll wohl ein Witz sein. Das würde ich mir nie erlauben, Sir. Aber Sie gehören zu den Personen, die jederzeit Zutritt zum Tresorraum haben. Und daraus wollen Sie folgern, ich hätte die 25.000... Ein kleiner Versicherungsbetrug, wie? Die Versicherung haftet ja. Nicht schlecht, kombiniert Inspektor, nicht schlecht. Sie vergessen nur, dass ich auch einer der Hauptaktionäre der Versicherungsgesellschaft bin. Ich hätte mich also selbst betrogen. Dürfte ich mich nach Ihrem persönlichen Einkommen erkundigen, Sir? Schluss, Inspektor. Was soll diese Frage? Sind Sie gekommen, um mich zu vernehmen? Entschuldigen Sie, Sir, aber ich bin gezwungen, alle Möglichkeiten zu prüfen, auch wenn Sie noch so abwegig erscheinen. Notgedrungen habe ich also einige Ermittlungen anstellen müssen.
Und dabei habe ich festgestellt, dass der Betrag, den Sie in Ihrer Steuererklärung als Einkommen angeben, nicht einmal die Kosten Ihres großzügigen Haushalts decken kann. Ganz abgesehen von den Bezügen einer gewissen Dame in Bloomsbury, von Spielschulden und so weiter. Noch etwas? Es ist nicht meine Aufgabe, Sir, mich mit Steuerhinterziehung oder Versicherungsbetrug zu befassen. Dienstlich jedenfalls nicht. Ganz Ihrer Meinung. Ich sehe unsere Unterhaltung also als beendet an. Mein Anwalt wird sich gegebenenfalls mit Ihnen in Verbindung setzen. Augenblick, Sir. Ich sagte, es ist nicht meine Aufgabe, mich mit Steuerhinterziehung zu befassen. Ich glaube aber, dass die entsprechenden Stellen einen, sagen wir, Hinweis nicht ignorieren würden. Sie hatten zumindest ein paar Unannehmlichkeiten. Ich denke da noch gar nicht an die Presse, die sich für so einen Fall natürlich auch interessieren würde. Sie wollen mich erpressen? Ich möchte mich mit Ihnen einigen, Sir. Ich bin ganz sicher, Sir, dass wir Möglichkeiten finden werden, die uns beide zufriedenstellen. Wenn wir heute zu einer Einigung kämen, wer bürgt mir dann dafür, dass Sie keine weiteren Forderungen stellen? Das Wort eines Gentlemans, Sir. Leider kann ich nicht mit einer Erfolgsmeldung aufwarten, Chef. Wissen Sie eigentlich genau, dass Jimmy Westerton hier in der City ist? Sonst hätten wir diese kostspielige Aktion wohl nicht in die Wege geleitet. Wir wissen ziemlich zuverlässig, dass Westerton in London ist. Einer unserer Gewehrsleute will ihn vorige Woche in Soho gesehen haben. Schön, mir soll es recht sein. Bin ja nur ein kleiner Privatdetektiv. Hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich dem berühmten Bankknacker und Scheckbetrüger Westerton mal einen Job bei Scotland Yard zu verdanken habe. Weshalb ich Sie hergebeten habe. Die Überwachung aller Banken der City bindet eine Menge von unseren Leuten. Unseren Mann aus der City Trust and Savings Company brauche ich für einen anderen Fall. Ich müsste Sie also bitten, die Überwachung der City Trust and Savings Company zusätzlich zu übernehmen. Gegen ein angemessenes Honorar natürlich. Geht in Ordnung. Ist ja nicht weit weg von meiner Bank. Bloß, was ist da groß zu tun? Tagsüber kann ein Unbefugter da nicht rankommen, an die Safes. Richtig. Deshalb lautet Ihr Auftrag Überprüfung der Alarmanlagen und der Zugangsmöglichkeiten. Wenn es Western gelingt, in irgendeiner Bank der City einen Coup zu landen, sind wir in der Öffentlichkeit blamiert. Ich werde mich umsehen, Chef. Kleiner Ortswechsel ab und zu kann nicht schaden. Der Perkins glaubt bestimmt schon, ich habe ihn in Verdacht, die 25.000 Pfund geklaut zu haben. Kunststück, den ganzen Tag lungere ich vor seinem Schalter rum. Dass wir uns recht verstehen, Dumfries. Die Sache mit dem Bankdiebstahl ist Aufgabe von Inspektor Lewson. Ihre Aufgabe ist es, Jimmy Westerton rechtzeitig zu erkennen, wenn er die Bank betreten sollte, und ihn notfalls festzuhalten, bis wir da sind. Klar. Okay, Chef. Werd mit Jimmy so lange pokern, bis Sie da sind. Wieder hier, Mr. Dumfries. Ich habe Sie direkt vermisst. Kann mich eben nicht trennen von diesem bombastischen Etablissement. Haben Sie denn Ihre Ermittlungen immer noch nicht abgeschlossen? Ach, das dauert manchmal Monate, Mr. Perkins. Kein toller Betrieb heute, was? Übrigens, wie geht's Ihrem Fräulein Braut? Oh, danke, der geht's gut, danke. Sie sind wohl schon lange zusammen? Ja, so lange, wie sie bei Ihrer Firma ist. 2,5 Jahre. Warum heiraten Sie eigentlich nicht? Haben Sie gar keine Angst, dass Ihnen ein anderer ins Gehege kommt? Nein, Sir. Aber leider müssen wir noch warten. Unsere Ersparnisse reichen noch nicht. So ein Pech. Ich habe Sie vorhin getroffen. In der City Trust and Savings Company. Wen haben Sie getroffen? Na, Ihre Braut. Muss sich um eine Verwechslung handeln, Sir. Ganz bestimmt eine Verwechslung. Was soll sie denn ausgerechnet in der Savings Company? Verwechslung? Sowas passiert mir nicht, Mr. Perkins. Das war sie. Dafür lasse ich mich hängen. Und ich meine, sie wird schon ihren Grund gehabt haben, warum sie da hingegangen ist. Was zum Teufel hattest du in der Savings Company zu tun? Habe ich dir nicht gesagt, dass wir jedes Aufsehen vermeiden wollen? Aber Cliff, ich war doch gar nicht. Komm, lüg nicht.
Der Dicke mit den Schellfischaugen hatte ich gesehen. Jane, bist du denn wahnsinnig? Ach, Cliff, ich wollte doch bloß mal gucken. So viel Geld. Auf einmal hatte ich Angst, es ist vielleicht nicht mehr da. Cliff, ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Ich musste hin. Du übrigens, ich habe bei meinem Vetter angerufen. Der Inspektor ist da gewesen, hat nach dem Päckchen gefragt, wollte auch das Packpapier sehen. Aber Bessie hat es schon aufs Klosett gelegt und da hat er natürlich nichts mehr gefunden. Lass doch das dämliche Päckchen. Aber Cliff, du brauchst dir wirklich keine Sorgen zu machen. Beweisen können sie uns gar nichts, oder? Ja, ahnst du denn nicht, was du angerichtet hast? Der Dicke hat Verdacht geschöpft. Was meinst du, wie lange es jetzt noch dauert und er weiß, wo das Geld ist? Der müsste ja geradezu blöde sein, wenn er sich nicht fragen würde, was du ausgerechnet in der Savings Company wolltest. Cliff, was tun wir jetzt bloß? Weiß nicht. Lass dir was einfallen. Du hast uns die Geschichte schließlich eingebrockt. Und wenn wir einfach verschwinden? Mit dem Geld? Irgendwohin, wo uns keiner kennt. Mit so viel Geld können wir doch um die ganze Erde reisen. Quatsch. Die würden uns überall finden. Oh, Cliff. Wenn ich das vorher gewusst hätte. Weißt du, was der Dicke in der Savings Company gemacht hat? Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Möglicherweise hat er dich beobachtet. Pass auf, Jane. Wenn du morgen zu uns in die Bank kommst für eure Firma, dann bring das Päckchen mit dem Geld mit, verstanden? Cliff, was hast du vor? Weiß noch nicht, aber bring das Geld mit. Im Grunde gibt's doch jetzt nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir werden gefasst. Nein, Cliff. Doch, Jane. Oder wir kommen dem Dicken zuvor. Ich gehe zum Alten und gebe das Geld zurück. Glaub mir, das ist das Beste. Ehe der Dicke von Scotland Yard zufassen kann. Und wenn sie uns einsperren? Das werden sie nicht. Die Polizei wird nichts erfahren. Das ist immer so, dass Diebstähle in Banken möglichst totgeschwiegen werden, wenn es einer von den eigenen Angestellten war. Sowas würde dem Ruf der Bank schaden und die Kunden abschrecken. Also bring das Geld mit, ja? Ich könnte heulen, Cliff. Sie haben richtig kalkuliert, Perkins. Die Umstände zwingen mich zur Diskretion. Es wird also kein Verfahren gegen Sie geben. Ich will auch keine Einzelheiten von Ihnen wissen. Komplizen, Versteck und so weiter. Sir, ich bin ganz allein verantwortlich dafür. Ja, schon gut, Perkins. Dass Ihr Gewissen Sie getrieben hat, das Geld zurückzubringen, ist eigentlich ein gutes Zeichen. Trotzdem möchte ich Sie um eines ersuchen. Kümmern Sie sich in den nächsten 4 Wochen um eine neue Stelle. Sir, ich dachte... Was? Wenn Sie es nochmal mit mir versuchen wollten, ich verspreche Ihnen... Ausgeschlossen, Perkins. Sie haben mich zu sehr enttäuscht. Suchen Sie sich eine neue Stelle und möglichst schnell. Mann, Sie wissen ja gar nicht, was Sie alles angerichtet haben. Sir, es tut mir leid, wenn ich gewusst hätte... Was denken Sie, was ich jetzt für Scherereien habe, um die Sache wieder gerade zu biegen? Verschwinden Sie, Perkins, ehe ich explodiere. Nanu, Perkins. Nicht hinterm Schalter? Gut, dass ich Sie treffe. Ich wollte Ihnen nur sagen, Sie können nach Hause gehen. Die Sache ist erledigt. Ich habe von Anfang an gewusst, dass Sie mich verdächtigen. Ach nee. Haben Sie eine Erbtante erschlagen? Machen Sie mir doch nichts vor. Sie wollten mir die Kehle zudrücken. Glauben Sie, das habe ich nicht bemerkt? Wozu stehen Sie denn immer hier rum und belauern mich? Sie haben gedacht, das ist wegen Ihnen? Nee. Ich will es Ihnen sagen. Eigentlich Dienstgeheimnis. Schon mal was von Jimmy Westerton gehört? Müsste bei euch Bankleuten eigentlich ein Begriff sein. Ganz raffinierter Urkundenfälscher. Scheckbetrüger. Der Yard hat einen Tipp gekriegt, dass Jimmy sich hier in der City rumtreibt. In jeder Bank steht einer vom Yard herum und passt auf, ob Jimmy irgendwo seine Tricks startet. Weil ich zu den paar Leuten gehöre, die die Ehre haben, Jimmy persönlich zu kennen, hat der Boss vom Yard mich angeheuert. Bin eigentlich Privatdetektiv. Bis jetzt glänzt Jimmy aber noch durch Unanwesenheit. Dann haben Sie meinen Fall gar nicht bearbeitet. Da hatte doch der Boss den schlauen Jüsen geschickt. Wenn Sie alles zugegeben haben, eben bei Ihrem Alten. Schön dumm von Ihnen. Hätte Ihnen den Zaster gegönnt, vor allem der Kleinen, Ihrer Braut. Den Aktionären von der Versicherung hätten die 25.000 nicht wehgetan. Verdammt, wenn ich das gewusst hätte. Sie Trottel, Sie! Warum haben Sie mir das nicht gleich gesagt? Tja. Wissen Sie, Perkins,
Lassen Sie lieber die Finger von solchen Sachen. Es gibt Leute, die haben Nerven für sowas, aber nicht Sie. Ist 3 Nummern zu groß für Sie, dieser Job. Schellfischaugen. Wir brachten ein Kriminalhörspiel von Ruth Herfurth.